Relaisstation ist bestimmt über 100 Jahre alt. Ursprünglich wohl von Nova Galactic errichtet. Sehr solide und robust gebaut. In welchem Zustand die Anlage ist. Warum sie wohl so plötzlich aufgegeben wurde? Hochfahren der Maschinen fast abgeschlossen. Gesamtzeit 5 Minuten 22 Sekunden. Alles nach Plan. Was ist mit den Helium-3-Ventilen, Nova? Die haben wir uns wegen angeblicher Lecks heute Morgen angesehen. Alles auf grün. Irgendwelche Änderungen an Voltaires Berechnungssequenz? Keine Änderungen seit dem Hochladen der neuesten Zahlen. Sauberer Schuss von hier bis Jupiter. Eines Tages wird der Computer an Bord des Raumschiffs sein. Stell dir das vor. Ein Wunder der Wissenschaft nach dem anderen. Countdown in 5. Ein verrückter Gedanke, dass wir auf dem Himmelskörper stehen. 2. Von dem aus die Menschheit erstmals ins All geflogen ist. Wir haben es weit gebracht. Canaveral, empfangt ihr mich? Klar und deutlich, Nova. Anzeigen sehen gut aus. Das Schiff müsste jetzt um den Jupiter kreisen. Visuelle Bestätigung möglich in 32 Minuten. Die Lichtgeschwindigkeit ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Wie ist es so, die Gesetze der Physik zu brechen, Canaveral? Hier unten bei der NASA sind wir alle ziemlich begeistert. Begeistert genug, um mir zu sagen, wo ihr die Originaldaten habt? In einer Million Jahren nicht, Nova. Luft ist einfach nicht das Wahre. Auf zu den Sternen! Neuberechnung. Orbit stabilisiert sich. Perfekt.
eine der Startrampen, die bei der Evakuierung der Erde genutzt wurden. Was muss das für ein Chaos gewesen sein? Aufzugsschacht, der uns direkt nach unten bringt, in die NASA-Anlage kommen, falls das System noch funktioniert. Eindeutig in Ladeposition. Was hat den Start dieses Kolonistenschiffs wohl verhindert, frage ich mich. Das Liftsystem ist anscheinend komplett offline. Wir sollten versuchen, den Strom wiederherzustellen und es in Betrieb zu nehmen. Sich wohl vorbereitet. Wahrscheinlich der letzte Schritt vor dem Boarding. Hat schon bessere Tage gesehen. Stationslogbuch. Dr. Judith Tatien. Die Lieferung vom Mars ist beunruhigend. Ich hatte Gesteinsproben oder vielleicht versteinerte Mikroben erwartet. Stattdessen kommt Dr. Viktor Eiser mit zwei Leuten vom Militär. Alles, was sie mitbrachten, ist unter Verschluss. Was will ein theoretischer Physiker mit einer Probe vom Mars? Stationslogbuch. Dr. Judith Tatien. Ich habe versucht, mich bei Dr. Eiser, Viktor, einzuschmeicheln, um an Infos zu kommen. Sein Team hat eines der Labore beschlagnahmt und die zwei Militärs kontrollieren, wer hinein und hinausgeht. Als ich gescherzt habe, dass er wohl ein kleines grünes Männchen seziert, ist er kreidebleich geworden. Zwei Tage später bittet er mich um mehr Informationen zu meinem Hintergrund in Materialwissenschaft, also Metallurgie.
Sie haben morgen ein Meeting. Ich glaube, ich werde ins Labor eingeladen. Stationslogbuch, Dr. Judith Tatien. So nervös war ich zuletzt bei der Verteidigung meiner Doktorarbeit. Ich habe 4 Stunden mit Victor und seinem Team über theoretische Metalle und Atombindungen geredet. Inklusive eines halbstündigen Ausflugs in den Magnetismus, der mich, glaube ich, nur vom eigentlichen Thema ablenken sollte. Dann habe ich das Labor gesehen. Ich sollte nicht zu viel sagen, aber das Periodensystem hat sich damit erledigt. Verfällt. Zu nehmen. Keine Erklärung für die Gravitationseffekte, kein Bewegungsdiagramm für die harmonischen Frequenzen, ich kann nicht mal einen Schmelzpunkt bestimmen. Judith. Aber du hast mich monatelang Collider-Prototypen bauen lassen und jetzt soll ich Helium-3 hineinpumpen, basierend auf einer Gleichung, die du auf eine verdammte Serviette gekritzelt hast. Du musst mir einfach vertrauen. Das tue ich doch die ganze Zeit. Wir rennen immer wieder krachend gegen Wände. Nichts funktioniert. Und du lässt dir ständig etwas Neues einfallen, als wüsstest du, was passiert. Woher kriegst du deine Informationen, Victor? Es tut mir leid, Judith. Ich... nicht hier, okay? Irgendwo außerhalb der Basis. Ich sage dir alles. Aber ich lüge nicht, okay? Wir werden hier etwas Wichtiges entdecken. Ich verspreche es dir. Hier haben sie offensichtlich Weltraumhabitate getestet. Sie wussten, dass ihnen das Unvermeidliche droht. Labor, aber es ist nicht mehr viel übrig. Das umliegende Gestein hat sein Schicksal besiegelt. Ironie des Schicksals.
schleppst du all diesen Schrott mit? Sehr beeindruckende Anlage. Ein logistisches Meisterwerk, sie so tief unter der Erde zu bauen. Einfach erstaunlich. Projektlogbuch Dr. Viktor Eiser. Wir haben den Prototypen eingeschaltet. Das Gravitationsfeld um ihn herum hat wie vermutet begonnen, Falten zu werfen. An Dutzenden von Objekten im Labor war eine komplette Umkehr der Gravitation zu beobachten. Ich setze ein Meeting mit dem Management an, um einen größeren Test vorzuschlagen.
Der Prototyp beweist, dass wir das Original nicht mehr brauchen. Aber wir müssen im All weiterarbeiten. Irgendwo, wo es reichlich Helium-3 gibt. Mit einem zivilen Partner, der Zugang zu großen Produktionsanlagen und leistungsstarker Computerausrüstung hat. Gravitationsfalten erzeugen, die die ferne Seite des Sonnensystems näher an uns heranziehen? Das wird alles möglich sein. Projektlogbuch. Dr. Judith Tatienne. Ich habe heute den Test des Graf-Antriebs vom Mond aus beobachtet. Wir konnten zum ersten Mal direkt mit dem Team von Nova Galactic sprechen. So viel war bisher geheim, aber jetzt will jeder so viel Publicity, wie er nur kriegen kann. Die Leute träumen schon von Hunderten von Antrieben und von Expeditionen nach Alpha Centauri und darüber hinaus. Es ist alles so überwältigend und beunruhigend. Es könnte Jahre dauern, Jahrzehnte, bis wir wissen, welche Nebenwirkungen ein Graf-Antrieb hat. Aber das will im Moment niemand hören. Wie eine Handvoll Pioniere, die Richtung Westen eilen und keine Ahnung haben, dass in den Bergen Grizzlies leben. Wenn man irgendwie tiefer in diesen Lagerbereich hineinkommt, dann finden wir den Weg bestimmt. Und plünderst dann schnell. Als wir an den Graf-Antrieb-Projekten gearbeitet hatten, war ich nie in euren Laboren. Das ist eine gefühlte Ewigkeit her. Inzwischen schießen wir nur noch Wettersatelliten hoch. Naja, ist ein ganz akzeptabler Ruhestand. Und jetzt das Demeter-Projekt. Wir sollen mithelfen, Scanner zu bauen, die diese neuen meteorologischen Muster besser überwachen. Wir vermuten, dass die Pole sich auf natürlichem Wege verlagern, was zu Gravitationsschwankungen führt, die unsere alten Modelle überfordern. Warum müssen die Scan-Toleranzen so gering sein? Was versucht ihr zu finden? Ich will einfach sicher gehen. Wir machen sowieso kaum mehr was. Die goldenen Zeiten sind vorbei. Also suchen wir uns eine Herausforderung, bevor man uns in die Geschichtsbücher verbannt. Ich weiß, was ich sehe, Victor. Die Daten der Satelliten sind eindeutig und es sind Graf-Antriebe. Die ganzen Sprünge vom Mond. Wenn das so weitergeht, wird die Atmosphäre der Erde bald ins All sickern. Kann man die Antriebe reparieren? Ich arbeite an ein paar Ansätzen, die das Problem diskret lösen müssten. Getarnt als Notfallupdate für die Treibstoffpumpen. Wir reden hier vom Ende der Erde und du versuchst diskret vorzugehen? Judith, die Leute dürfen das Vertrauen in den Graf-Antrieb nicht verlieren. Das ist vielleicht unsere einzige Option. Für was? Schlägst du ernsthaft vor, die Erde aufzugeben? Uns bleiben weniger als 50 Jahre. Ein Wimpernschlag für einen Planeten, aber mehr als genug für einen Exodus. Und was sagen wir den Leuten? Dass es höhere Gewalt ist. Aber die Wissenschaft hat eine Lösung gefunden. Es ist Zeit, dass die Menschheit zu den Sternen fliegt. Du wusstest es, oder? Du hast mich angelogen. Von Anfang an. Ich habe mein Leben dieser Entdeckung gewidmet, Victor. Und du wusstest, dass wir unseren Planeten töten. Ich habe die Zukunft gesehen, du nicht.
Da draußen warten unendliche Versprechungen. Es hätte einen Meteoriteneinschlag geben können. Eine Seuche. Einen Weltkrieg. Andere Galaxien zu kolonisieren sichert die Zukunft der Menschheit für alle Zeiten. Und kostet uns unsere Heimat. Hört auf, alle beide. Es zählt nur eines. Genügend Schiffe zu bauen, um alle vom Planeten zu bringen. Wir müssen sofort anfangen. Ich setze eine Erklärung auf. Wir müssen die internationale Gemeinschaft ansprechen. Es tut mir leid, Judith. Es gibt in diesem Universum keinen Planeten, der weit genug von dir entfernt ist, Victor. Wenn das vorbei ist, reden wir nie wieder miteinander. Mein Name ist Dr. Victor Eiser. Und wenn Sie das hören, dann kennen Sie die Wahrheit vermutlich schon. Als junger Mann war ich Leiter eines Teams, das eine merkwürdige Gravitationsanomalie vom Mars bergen sollte. Aber was damals wirklich passiert ist, habe ich nur einer anderen Person erzählt. Nicht einmal sie hat mir anfangs geglaubt, aber warum sollte ich noch lügen? Ich hoffe also, Sie akzeptieren dieses Geständnis, wer Sie auch sind. Durch die Anomalie habe ich 12 Tage verloren. Bin mir selbst begegnet. Er hat mir alles erzählt, was seitdem wahr geworden ist. Die Graf-Antriebgleichungen, die Tests auf dem Mond, dass die Erdatmosphäre wegen unserer Arbeit ins All sickert. Aber er erzählte mir auch von einer Stadt, die auf einem Planeten im Orbit eines fernen Sterns erblüht. Menschliche Kultur, Kunst, Musik, menschliches Leben im gesamten All. Welchen Preis wäre ich bereit, für diese Zukunft zu bezahlen? Vielleicht glauben Sie mir nicht. Vielleicht hatte Judith recht und ich bin nur ein Feigling, der seine Fehler rechtfertigen will. Aber alle haben den wahren Ursprung des Graf-Antriebs vergessen. Dieses Artefakt vom Mars. Ich hoffe, Sie nutzen es besser als ich. Oh Gott. Die Graf-Antriebe haben die Erde zerstört? Und ein Artefakt im Kern des ersten Antriebs... Thank you.
hätte schwören können. Egal.
Verstehst du jetzt, warum du herkommen solltest? Die Artefakte haben das Geheimnis interstellarer Reisen enthüllt. Auf Kosten der Erde. Ein No-Brainer. Warum eine Welt haben, wenn man alle besiedelten Systeme haben kann? Alle Graf-Antriebe in den besiedelten Systemen basierten auf der Technologie eines Artefakts, das auf dem Mars entdeckt wurde. Die frühen Antriebe erschütterten jedoch das Gravitationsfeld um die Erde. Schließlich verschwand die Atmosphäre nach und nach ins All. Deswegen ist die Erde unbewohnbar. Das Artefakt half den Wissenschaftlern, Zeit und Raum zu verstehen, aber nicht zu erkennen, wohin das führen würde. Ohne die Artefakte würde es die besiedelten Systeme nicht geben. Wir haben dem, was bei der NASA geschehen ist, viel zu verdanken. Falls wir es nicht sowieso verloren hätten. Krieg, Krankheiten, Hunger. Die Klassiker. Siehst du das nicht? Das Artefakt hat die Menschen zu den Sternen gezwungen. Sie hatten keine Wahl. Wie viele hätten die Erde gewählt? Was gab Viktor Eiser das Recht, für sie zu entscheiden? Du erkennst die Heuchelei in den Worten des Gesandten. Der Gesandte will den Leuten ihren freien Willen nicht nehmen, aber stiehlt die Artefakte, um sie für sich zu haben. In den falschen Händen können die Artefakte jeden zum Tyrannen machen. Deswegen geben wir auf sie Acht. Das Einzige, worauf du Acht gibst, bist du selbst. Der Gesandte und ich haben unsere Differenzen, aber du solltest uns keinen gemeinsamen Feind verschaffen. Ausnahmsweise hat er recht. Tu es nicht. Wir können die letzten Teile gemeinsam finden. Na, sieh einer an. Der Gesandte und ich, eng befreundet. Du hast deine Wahl getroffen. Wenn du bereit bist, treffen der Hunter und ich dich beim verschütteten Tempel und klären alles. Das heißt, wir töten dich und wir warten, bis du da bist. Die letzte Runde beginnt erst, wenn nur noch ein Artefakt übrig ist. Und falls ich mich nicht irre, hat Constellation noch welche vor sich.